In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr in Pokémon strahlender Diamant und leuchtende Perle ganz einfach an Shiny-Pokémon gelangen könnt. Ich habe vor dem Release der Spiele ja schon mal ein eher theoretisches Video zu den ganzen Shiny-Hunting-Methoden hochgeladen, doch seitdem haben wir einige neue Infos zu dem Ganzen bekommen und nun, wo die Games draußen sind, kann ich euch das Ganze auch anhand von Gameplay-Beispielen unterlegen. Wie ihr mit dem Pokeradar im Untergrund und bei der Zucht an Shinies kommt, das werde ich euch jetzt zeigen, also los geht's. Also, fangen wir erstmal damit an. Wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, einem Shiny-Pokémon zu begegnen? Die grundsätzliche Wahrscheinlichkeit, dass ihr einem Shiny begegnet, liegt bei 1 zu 4096. Und jedes Pokémon in diesem Spiel kann Shiny sein, bis auf das Mew und das Jirachi, das ihr in Flori geschenkt bekommt, wenn ihr einen Spielstand von Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli und Pokémon Schwert und Schild habt. Außerdem scheint es so, dass das Manaphy, was ihr euch aktuell per Geheimgeschenk runterladen könnt, ebenfalls Shiny Locked ist. Hierzu gibt es keine wirklich richtige Aussage, allerdings sind Geheimgeschenke grundsätzlich gelockt und auch wenn das Manaphy aus einem Ei schlüpft, habe ich bisher noch niemanden gesehen, der ein Shiny Manaphy bekommen hat. Also ist davon auszugehen, dass auch Manaphy Shiny Locked ist. Bevor ich euch gleich jedoch die einzelnen Shiny-Hunting-Methoden nochmal zeigen werde, möchte ich nochmal mit euch über den Schillerpin sprechen. Der Schillerpin ist ein Basis-Item, das die Chance, einem Shiny-Pokémon zu begegnen, drastisch erhöht hat. So stieg die Chance damit von 1 zu 4096 auf 1 zu 1365. In diesen Spielen ist der Schillerpin jedoch bei weitem nicht so nützlich. Denn der Schillerpin wirkt sich nun nicht mehr auf wilde Pokémon aus, auf legendäre Pokémon oder auf Pokémon, die ihr im Untergrund trefft. Der Schillerpin erhöht eure Shiny-Chance nur noch, wenn ihr Eier ausbrütet. Und das ist ganz schön krass, wenn man sich überlegt, was man eigentlich dafür tun muss, um ihn zu bekommen. Und zwar müsst ihr den gesamten nationalen Pokédex vervollständigen. Das sind 493 Pokémon, abzüglich der neuen mysteriösen Pokémon im Spiel. Also 484 Pokémon, die ihr fangen müsst, um den Schillerpin zu bekommen. Lohnt sich, wie gesagt, nur, wenn ihr Eier ausbrüten wollt. Jetzt möchte ich gerne mit euch über die einzelnen Shiny-Hunting-Methoden sprechen. Dafür werde ich euch auch unten im Video einige Timestamps hinterlassen, sodass ihr immer zu der Methode springen könnt, die euch gerade am meisten interessiert. Methode Nummer 1 ist die Reset-Methode. Es gibt bestimmte Pokémon, die in der Overworld stehen und nur darauf warten, von euch angesprochen zu werden, bevor der Kampf gegen sie beginnt. Das sind vor allem legendäre Pokémon, aber auch zum Beispiel geschenkte Pokémon oder eure Starter zählen mit in diese Kategorie. Sobald ihr dieses Pokémon ansprecht, wird das Spiel festlegen, was genau dieses Pokémon ist, welches Wesen es hat, welche Stats und ob es Shiny ist oder nicht. Das bedeutet, ihr seht auch erst im Kampf, ob es wirklich ein Shiny ist. Die Strategie hierbei ist, vor dem Pokémon zu speichern, das Pokémon anzusprechen und dann im Kampf zu sehen, ob es ein Shiny ist oder nicht. Wenn nicht, geht ihr ins Home-Menü, schließt das Spiel, startet das Spiel neu, seht dabei zu, wie das Spiel viel zu lange braucht, um zu laden und dann könnt ihr es erneut ansprechen, das Pokémon wird wieder neu generiert und ihr habt eine neue Chance, dass es ein Shiny ist. Diese Reset-Methode könnt ihr so lange wiederholen, bis ihr irgendwann ein Shiny seht. Allerdings ist das wohl die zeitintensivste Methode. Wenn ihr legendäre Pokémon in diesem Spiel hunten möchtet, ist das natürlich eure einzige Möglichkeit, aber davon ab würde ich es nicht unbedingt empfehlen. Die nächste Shiny-Hunting-Methode kann dann im Untergrund angewendet werden. Ihr habt sicherlich schon einige Male die ganzen Dicta und Dictri gesehen, die ihr hier finden könnt. Wenn alle 40 Dicta eingesammelt werden, ertönt eine Pfeife und ihr könnt für 4 Minuten lang einige nice Sachen im Untergrund finden. Zum Beispiel Luxustruhen mit grünen Statuen in den Schatzwänden. Aber ihr habt in dieser Zeit auch eine doppelt so hohe Shiny-Chance. In dieser Zeit steigt die Chance, einem Shiny-Pokémon zu begegnen, von 1 zu 4096 auf 1 zu 2048 an. Allerdings hat diese Methode einige Schwachpunkte. Zum einen funktioniert auch hier der Schillerpin nicht. Außerdem habt ihr die erhöhte Chance wirklich nur 4 Minuten lang. Und ihr könnt auch nicht in der Overworld sehen, ob die Pokémon Shiny sind. Dieses Omot hier zum Beispiel, es könnte Shiny sein. Es wird in der Overworld als ganz normaler Encounter angezeigt. Ich müsste erst in das Omot reinlaufen, um zu sehen, ob es Shiny ist. Und selbst dann beträgt die Chance immer noch 1 zu 2048 und dafür jedes Mal 40 Dicta einzusammeln, kann ziemlich zeitspielig werden. Die grünen Jade-Statuen, die ihr ausgraben und in eurer Geheimbasis aufstellen könnt, haben übrigens wider Erwarten nichts mit der Shiny-Wahrscheinlichkeit zu tun. Was sehr verwirrend ist, weil das Shiny-Symbol an dem Namen angezeigt wird, wenn ihr sie ausgrabt. Aber ob ihr diese Statuen aufstellt oder nicht, beeinflusst eure Shiny-Chance überhaupt nicht. Das Einzige, was die Shiny-Chance beeinflusst, sind tatsächlich die 40 Dicta. Falls ihr diese Methode trotzdem ausprobieren möchtet,
möchtet, hier noch zwei Tipps von mir. Ihr könnt die Pokémon in diesen Räumen nicht soft resetten. Denn jedes Mal, wenn ihr einen Untergrundunterschlupf betretet, sind die Pokémon darin schon komplett festgelegt. Sprich, wenn ich jetzt in diesem Raum alle Pokémon bekämpfen würde und dann das Spiel neu starte, sind es wieder die exakt selben Pokémon. Wenn ihr die Pokémon in einem Raum resetten möchtet, müsst ihr den Raum wieder verlassen, dann den Raum wieder neu betreten. Und dann werden die Pokémon darin neu generiert werden. Außerdem würde ich euch immer empfehlen, online oder mit Freunden zu spielen, denn so bekommt ihr die 40 Dicta deutlich schneller voll, als wenn ihr alleine spielen würdet. Sprechen wir daher jetzt quasi über den Großvater des Shiny Huntens, nämlich die Masuda-Methode. Und bei der Masuda-Methode dreht sich alles um Pokémon-Eier. Das bedeutet, wir begeben uns als erstes zum Pokémon-Hort hier in Trost zu. Die Masuda-Methode funktioniert dabei so, dass ihr zwei Pokémon, die aus unterschiedlichen Ländern stammen, zusammen in den Hort legt und diese ein Ei produzieren. Diese Eier werden dann nämlich eine knapp 5-mal so hohe Chance haben, shiny zu sein als herkömmliche Eier. Als Beispiel habe ich hier dieses Manaphy. Dieses Pokémon habe ich auf meiner deutschsprachigen Edition empfangen und ich möchte es nun zusammen mit diesem italienischen Ditto in den Hort stecken. Ob ein Pokémon aus einer anderen Region kommt, seht ihr übrigens oben rechts neben dem Level. Die Pokémon müssen dabei übrigens nicht wirklich aus einem anderen Land kommen. Es hängt einzig und allein davon ab, in welcher Sprache das Spiel gestartet wurde. Theoretisch könntet ihr also zwei Switches nebeneinander legen, das eine Spiel auf Deutsch, das andere auf Englisch. Und wenn ihr daraus zwei Pokémon miteinander kreuzt, würde das Ganze trotzdem funktionieren. Ditto ist übrigens auch das perfekte Pokémon dafür, denn Ditto kann sich mit jedem Pokémon unabhängig seines Geschlechts oder seiner Eigruppe paaren. Diese beiden Pokémon geben wir nun bei der Hortleiterin ab. Das kostet uns dann einmal 1000 Pokédollar und ab dann können die beiden Eier legen. Was ich euch hier noch empfehlen würde, ist natürlich, dass ihr euch ein Pokémon mit der Fähigkeit Flammenkörper oder Magma Panzer ins Team nehmt. Ich habe zum Beispiel jetzt in dem Fall einen Kamerupp mit der Fähigkeit Magma Panzer. Das sorgt nämlich dafür, dass Eier doppelt so schnell ausgebrütet werden. Nun müsst ihr nur noch einige Kreise mit dem Fahrrad ziehen und darauf warten, dass der alte Herr von der Pension nach rechts guckt, so wie jetzt. Das bedeutet dann, dass er ein Ei für euch hat. So, und diese Eier müsst ihr dann nach und nach ausbrüten. Und wenn ihr hierbei auch noch den Schillerpin benutzt, dann habt ihr eine Chance von 1 zu 512 pro Ei, dass ein Shiny-Pokémon daraus schlüpft. Außerdem ist das Ganze ziemlich entspannt, weil ihr hier eigentlich nicht viel falsch machen könnt. Solange ihr zwei Pokémon aus verschiedenen Regionen in der Pension habt und diese Eier legen können, ist alles in Ordnung. Doch kommen wir nun zu meiner persönlichen Lieblings-Shiny-Hunting-Methode in diesen Spielen. Und zwar dem Pokeradar. Den Pokeradar bekommt ihr von Professor Eibe, wenn ihr alle Pokémon im Sinnoh-Dex gesehen habt. Das mag erstmal nach viel klingen, allerdings werdet ihr in eurem normalen Playthrough schon fast alle Pokémon aus dieser Liste sehen. Manaphy müsst ihr übrigens nicht zwingend dafür besitzen. Mit Hilfe des Pokeradars könnt ihr zum einen Pokémon finden, die es zuvor nicht in Sinnoh gab. Ihr könnt damit Pokémon mit versteckten Fähigkeiten und relativ guten DVs finden, aber vor allem könnt ihr die Chance auf ein Shiny-Pokémon damit theoretisch auf bis zu 1 zu 25 boosten. Und das ist einfach insane. Doch wie funktioniert das Ganze nun? Nun ja, fangt oder besiegt ihr mit Hilfe des Pokeradars dasselbe Pokémon immer und immer wieder, baut ihr eine sogenannte Chain auf. Und je höher die Chain, desto höher die Chance, dass ihr auf ein Shiny-Pokémon stoßt. Doch bevor wir uns dieser Methode widmen, müssen wir uns erstmal anständig darauf vorbereiten. Was ihr euch auf jeden Fall besorgen solltet, sind massig Pokebälle. Und zwar nicht irgendwelche Pokebälle, sondern am besten Flott- und Wiederbälle. Diese könnt ihr zum Beispiel im Supermarkt, im Hamanasu-Park oder hier in der Pokémon-Liga kaufen. Der Grund dafür ist, dass Flottbälle, wenn sie direkt im ersten Zug benutzt werden, eine 5-mal so hohe Fangrate haben wie herkömmliche Pokebälle. Da würde ich auf jeden Fall lieber zu viel als zu wenig von einpacken. Und dann benötigt ihr noch Wiederbälle, denn ihr werdet dasselbe Pokémon immer und immer wieder einfangen. Außerdem solltet ihr euch mit ausreichend Schutz-Items eindecken, damit ihr nicht von wilden Pokémon abgelenkt werdet. Zu guter Letzt empfehle ich noch die Trainerzähler-App. Mit der Trainerzähler-App könnt ihr nämlich im Auge behalten, bei was für einer Chain ihr gerade seid. Die Trainerzähler-App bekommt ihr von Professor Eich, wenn ihr das erste Mal im Hamanasu-Park gewesen seid. Außerdem solltet ihr noch folgende Einstellungen vornehmen. Schaltet die Animation aus, setzt die Transfermethode auf automatisch, damit die Pokémon sofort auf die Box gelegt werden und stellt die Spitznamenfrage aus. Habt ihr all das nun getan, ist es an der Zeit, dass ihr euch euer Jagdgebiet aussucht. Wichtig ist, dass ihr euch ein Gebiet aussucht, wo es wirklich hohes Gras gibt. Der Pokeradar funktioniert nur, wenn man im hohen Gras steht
und klappt nicht auf dem Meer oder in Höhlen. Beispielsweise hier über Erzeling auf der Route 207. Dort gibt es einen riesigen Flecken hohen Grases, wo ihr auch eine gute Sicht drauf habt. Das ist ein optimaler Einstiegsort. Nun aktiviert ihr als allererstes euren Schutz. Und anschließend aktiviert ihr das Pokeradar. Und wie ihr seht, wackeln nun vier verschiedene Grasbüschel. In jedem dieser Grasbüschel wird sich ein bestimmtes Pokémon befinden. Es gibt dabei drei verschiedene Arten, wie sich das Gras bewegen kann. Die Animation, die ihr hier gerade seht, ist die Standardanimation, die ihr ca. 99% der Fälle sehen werdet. Darüber hinaus gibt es noch eine zweite, deutlich auffälligere Animation, bei der auch die Blätter größer zu sein scheinen. Diese Grasbüschel erscheinen zu einer Chance von 1 zu 128 und die Pokémon, die ihr dort trefft, haben eine versteckte Fähigkeit. Und zu guter Letzt gibt es dann noch die Shiny-Grasfelder. Und das sind die Grasfelder, die wir suchen. Je mehr Pokémon wir hintereinander besiegen bzw. fangen und somit unsere Chain aufbauen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Feld auftaucht. Und in einem solchen Feld ist zu einer 100% Chance ein Shiny-Pokémon. Um eure Chain aufzubauen, geht ihr also gleich in eines dieser Grasfelder, besiegt oder fangt das Pokémon und dann werden im besten Fall vier weitere Grasfelder wieder aufploppen. Wichtig ist dabei jedoch, dass ihr stets versucht, in die Grasfelder zu gehen, die am weitesten von euch entfernt sind. Denn je weiter das Grasfeld entfernt ist, in das ihr geht, desto höher ist die Chance, dass die Chain aufrechterhalten wird. Ihr müsst das hohe Gras dafür quasi wie ein Grid beachten. Um euch herum gibt es bis zu vier Ringe und ihr wollt immer in die Grasfelder reingehen, die vier Felder von euch entfernt sind. Den Grund dafür zeigt uns eine weitere Statistik, die der Dataminer K4dex herausgefunden hat. Und zwar berechnet sich die Chance, wie eure Chain aufrechterhalten wird, wie folgt. Wenn ihr ein Pokémon in dem Gras besiegt, das ein Feld von euch entfernt ist, liegt die Chance bei 53%, dass die Chain weitergeht. Bei zwei Feldern 63%, bei drei Feldern 73% und bei vier Feldern, also den am weitesten entfernten Feldern, liegt sie bei 83%. Wenn ihr jedoch das wilde Pokémon nicht besiegt, sondern fangt, wird die Chance nochmal um 10 zusätzliche Prozent erhöht, dass die Chain weitergeht. Das bedeutet, im Idealfall wollt ihr immer die Grasbüschel nehmen, die vier Felder von euch entfernt sind und die Pokémon immer fangen. Wenn ihr das macht, habt ihr immer eine 93%ige Chance, dass die Chain weitergeht. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass ihr selbst, wenn ihr alles richtig macht, immer eine 7% Chance habt, dass die Chain einfach random abbricht. Und wir wollen unsere Chain im Idealfall bis 40 hochtreiben. Das ist die große Herausforderung dabei. Machen wir das Ganze nun anhand eines Beispiels. Wir laufen nun in ein Grasfeld, das vier Felder von uns entfernt ist. 1, 2, 3, 4. Und in diesem Feld befindet sich ein Macholo. Okay, für dieses Video werden wir jetzt erstmal versuchen, ein Macholo zu chainen. Dieses Macholo fangen wir also hier einfach gekonnt mit einem Flottball. Die Chance ist quasi garantiert, dass wir es damit fangen werden. Und somit haben wir den Grundstein für unsere Chain aufgebaut. Nun, wo wir Macholo gefangen haben, wackeln direkt wieder vier weitere Grasfelder. Und auch hier wollen wir wieder eines nehmen, das vier Felder von uns entfernt ist. Also 1, 2, 3, 4. Wir gehen in dieses Feld hinein. Und wir sehen erneut ein Macholo. Was mir übrigens gerade noch eingefallen ist, ich würde euch empfehlen, dass ihr vor dem Beginn eurer Jagd einmal schnell das Spiel speichert. Denn falls eure Chain irgendwann reißen sollte, könnt ihr so einfach das Spiel neu starten und bekommt zumindest eure ganzen Pokebälle zurück. Ihr könnt übrigens nicht irgendwie einfach mitten bei einer 20er Chain oder so das Spiel speichern. Wenn ihr das Spiel dann beendet und neu startet, ist eure Chain wieder gebrochen und ihr müsst von vorne anfangen. Gehen wir nun in das dritte Grasfeld. 1, 2, 3... Und da ist das nächste Macholo, das wieder nur darauf wartet, von uns gefangen zu werden. Als einer von vielen. Nun haben wir bereits drei Macholo besiegt. Das ist ein guter Zeitpunkt, um mal unsere Zähler-App zu öffnen. Ihr seht jetzt, oben bei Macholo steht eine 3. Das ist unsere aktuelle Chain und die wollen wir bis zu 40 im Idealfall hochtreiben. Denn da haben wir dann die besten Shiny-Chancen. Auf dem Treppchen darunter seht ihr die letzten drei maximalen Chains, die ich geholt habe. Übrigens hier noch ein kleiner Hinweis. In den DS-Spielen gab es noch einige weitere Faktoren, die man beachten musste. So durfte man zum Beispiel damals keinen Grasbüschel nehmen, der am Rande eines Grasfeldes ist. Also so wie der hier. Und man durfte auch keine Grasfelder nehmen, die direkt nebeneinander stehen. Das ist in den Remakes egal. Da müsst ihr euch also nicht drum kümmern. Dieses Grasfeld hier können wir also bedenkenlos nehmen. Es gibt übrigens noch ein paar Dinge, die ihr nicht tun solltet, die eure Chain kaputt machen können. Und zwar solltet ihr auf keinen Fall euer Fahrrad besteigen, euren Kampffahnder aktivieren,
das Spiel schließen oder zum Beispiel in den Untergrund gehen. Und ich habe letztens auch gelernt, dass es eure Chain unterbricht, wenn sich zwischendurch ein Pokémon entwickelt. Also falls ihr noch andere Pokémon im Team habt, behaltet ihre EP im Auge. Bin übrigens mittlerweile schon bei einer 21er Chain bei Macholo. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in diesem Beispielvideo schon so weit kommen. Mal schauen, wo uns das noch hinbringt. Oh, schade. Okay, ihr seht, ich habe jetzt eine 29er Macholo Chain gehabt. Da sind die random 7% eingetreten und meine Chain ist kaputt gegangen. Das ist nämlich das Problem. Das ist diese eine Sache, die du nicht beeinflussen kannst. Ich habe die ganze Zeit, ich bin nur in die 4 Felder entfernten Graspatches reingegangen. Aber irgendwann kann es einfach passieren. Natürlich muss ich an der Stelle nochmal kurz erwähnen, dass das Shiny Patch, was wir die ganze Zeit suchen, nicht erst ab der 40er Chain auftauchen kann, sondern auch schon auf dem Weg dahin. So habe ich meinen Shiny Pachirisu zum Beispiel im letzten Stream bei einer 12er Chain bereits bekommen. Aber es ist halt das Ziel und auf dem Weg dahin kann die Chain immer wieder abreißen. Aber nichtsdestotrotz ist das hier meine Lieblings-Shiny-Hunting-Methode, weil es einfach so ein bisschen, es hat einen gewissen Nervenkitzel, den ich bei Masuda-Breeding oder anderen Methoden nicht wirklich habe. Aber vielleicht bin ich auch einfach ein krasser Masochist, ich weiß es nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieses Video weitergeholfen hat und normalerweise tue ich das nie, aber dieses Video hat wirklich lange gebraucht, um produziert zu werden. Also, wenn euch das Ganze geholfen haben sollte, lasst gerne eine positive Bewertung da. Und falls ihr noch mehr zu Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle erfahren möchtet, klickt gerne auf eines von diesen beiden Videos. Hier erkläre ich euch, wie ihr seltene Pokémon aus Honigbäumen bekommt und hier erkläre ich euch alles, was ihr über den Untergrund wissen müsst. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg bei eurer Shiny-Jagd. Bis dahin und ciao. Oh, ich hab die Alerts nicht ausgestellt. Danke, Harvest Jenkins, für deinen Twitch-Sub. Ja, folgt mir auf Twitch.